Hey, meine Lieben, und willkommen. Ein Vollmondvideo. Und es ist ein Vollmond, der sehr besonders ist, der sehr viel bietet, der ja natürlich auch jedem Sternzeichen wieder individuell für die kommenden 14 Tage einen Weg weist. Und alles das besprechen wir in dem Video. Freue mich, dass ihr dabei seid, Leute. Und deswegen schauen wir auch ganz schnell hier direkt in das Horoskop hinein. Ja, ach, Mensch. Das ist der falsche Vollmond, sehe ich gerade. Sorry. Ja, so kann das natürlich auch mal passieren. Denk gerade, wieso, was sehe ich denn jetzt hier? Und von daher, müssen wir mal schauen, ja. So, also, ich denke doch gerade, irgendwas stimmt hier nicht. So, da haben wir ihn. Und zwar den richtigen Vollmond, ja. So. Also, der Mond im Löwen, Sonne im Wassermann. Das ist doch jetzt der stimmige Mond hier. Wir haben richtig schöne Aspekte für die Liebe, Leute. Also, Schnittpunkte sprechen alle dafür, ja, dass wir hier in eine sehr harmonische Liebesphase gehen. Also, wenn wir uns einfach schauen, was Sonne und Mond, wo die drauf sind, nämlich auf Merkur und Venus. Und hier gibt das Ganze jetzt wirklich diese Gespräche, die ihr erwartet, die ihr sucht, die ihr euch wünscht, Herzensgespräche, offene Gespräche, dass dein Gegenüber sich wirklich auch öffnet für die Singles beste Kennenlernphase, ja? Und wir haben weiterhin den Merkur auf dem Schnittpunkt stehen Venus und MC. Das bedeutet, dass hier Gespräche oder Kennenlernen, also je nachdem, bist du Single oder gibt es jemanden oder auch in bestehenden Partnerschaften, setzt man sich entweder neue Ziele, man lernt jemanden kennen, der wichtig wird im Leben. Und wenn ihr in einer ungeklärten Partnerschaftssituation seid, dann sagen die Sterne hier jetzt ganz klar, es wird über Ziele gesprochen. Und vor allen Dingen über Beständigkeit. Dann haben wir die Venus in der Verbindung mit Sonne und Mond und Jupiter. Und das ist ein sehr, 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 sehr schöner Aspekt, ja. Denn hier kommt wirklich das Glücksempfinden raus. Auch, dass man wirklich Yin und Yang in diesem Falle vereinen sich sehr positiv, also sowohl die männliche als dann auch die weibliche Seite verbinden sich wunderbar zu einem Ganzen. Allerdings auch ein bisschen aufpassen, nicht zu groß in die Erwartungshaltung gehen. Der Mars macht ein Quadrat auf die Venus hier und die Erwartungshaltung dennoch etwas runterschrauben und eher das Gegenüber kommen lassen. Nochmal ein ganz wichtiger, wichtiger Hinweis, ja. Und ich glaube auch, dass diese Vollmondphase eine sehr spirituelle Phase sein wird. Denn Neptun steht ebenfalls hier mit sehr positiven Aspekten dabei. Also für diejenigen, die sich mit spirituellen Themen auseinandersetzen, hier gibt es definitiv einen Auftrieb, ja. Wir gehen die einzelnen Sternzeichen jetzt einmal durch. Und zwar ist es so, dass bei den Widdern es wirklich um das Erfolgserlebnis geht. Hier geht es ganz klar darum, sich selber jetzt in den Mittelpunkt zu stellen, deine verborgenen Talente, wenn du Widder bist, dann herauszuholen und herauszulocken und in die Leichtigkeit, in das Spiel, in die Freude, auch in die Erotik zu kommen. Bei den Stieren, da geht es ganz klar nochmal um wirtschaftliche Aspekte sichern und vor allen Dingen, ja, wie möchte ich sagen, das Karriereziel nochmal anders fokussieren. Eine Neuausrichtung ist hier durchaus möglich und die Sterne unterstützen in dieser Vollmondphase alle Stiere mit diesen Vorhaben. Währenddessen die Sterne ganz unterstützend bei Lernthemen sind, aber auch bei Reisen, was die Zwillinge eben sehr gerne machen. Bei den Zwillingen ist es wirklich Lernen, Reisen, unterwegs sein, vorangehen und vor allen Dingen vielleicht auch nochmal Kontakt aufzunehmen zu Freunden, mit denen man nicht so viel Kontakt mehr gehabt hat. Also hier können wieder alte Freundschaften neu belebt werden.
Bei den Krebsen geht es um das Thema Loslassen. Loslassen auf der einen Seite, was möchtest du denn abgeben, was möchtest du transformieren, welche Blockaden möchtest du loswerden, und gleichzeitig kommt ein schöner Auftrieb in die Finanzen rein bei den Krebsen. Also hier, glaube ich, kommt auch eben eine sehr schöne sichere Basis, aber auch jetzt muss man nochmal gucken, was kann man nochmal loswerden, was soll gar nicht weiter mit ins Jahr genommen werden. Die Löwen sind ganz auf Partnerschaft aus, logischerweise. Hier geht es ganz klar nur um das Thema Partnerschaft, Wohlfühlen, Emotionen und vor allen Dingen auch hier jetzt die Ernsthaftigkeit dabei. Auch wenn die Löwegeborenen zum Beispiel vorhaben, hier jetzt Familie zu gründen, ist es eine ganz hervorragende Möglichkeit und eine tolle, unterstützende Phase. Bei den Jungfrauen geht es ganz klar nochmal um das Thema Regeneration, Verjüngung auch, Detoxen und den eigenen Spirit zu finden. Ich glaube, dass hier viel der Verstand dem Gefühl im Weg stand, in der Vergangenheit vielleicht. Und jetzt ist die Möglichkeit, das Ganze zu drehen, auch hier der sachlichen Jungfrau doch mehr Raum für Gefühle und Emotionen zu geben. Dann haben wir die Wagen. Und da ist es, Romantik ist hier angesagt, ja, ausgehen, feiern. Es wird eine ganz freudige, lebhafte, aufbrechende, fröhliche Phase sein. Also hier muss man sagen, den Wagen geht es richtig, richtig, richtig gut. Ja. Die Skorpione, die haben auch das Thema, und zwar einen Punkt in ihrem Leben loszulassen. Ganz schwierig für Skorpione. Und gleichzeitig sich hier nochmal ein neues Nestbett zu bauen, sage ich jetzt mal. Und auch hier, überlegt euch mal, liebe Skorpione, was ihr wirklich machen wollt im Leben. Denn das ist jetzt die Möglichkeit da. Die Sterne unterstützen euch so enorm dabei, dein Lebensziel zu finden, was dich glücklich macht. Die Schützen, und da geht es um das Thema Kommunikation, nach außen gehen, ganz klar die Dinge zu kommunizieren und zu sprechen, ja, und vor allen Dingen flexibel zu bleiben. Es kommt eine Phase auf euch zu, liebe Schützen, wo ihr doch die hohe Flexibilität braucht, und um voranzugehen, um weiterzumachen, ja. Und bleibt bitte in dieser Spontanität drin, denn es kommen einige Sachen auf euch zu, wo ihr spontan reagieren müsst. Und lasst euch nicht nur vom Bauchgefühl bitte leiten. Die Steinböcke, hier geht es um klar sichern, sammeln, bewahren, erhalten, aufbauen. Das sind die Themen oder die Schlagworte, die jetzt in dieser Vollmondphase für die Steinböcke ganz wichtig sind. Auch hier wäre es gut und anratsam, sagen die Sterne, nicht zu sehr auf das Gefühl zu hören, ja, sondern den Verstand ganz klar einzuschalten und verstandesgemäß zu entscheiden. Eine ganz exposing Phase gibt es für die Wassermänner da draußen. Also da geht es jetzt nur um euch. Deine Entfaltung steht an, viele Begegnungen, neue Begegnungen kommen in dein Leben, die sehr wichtig sein werden, amoröse Abenteuer, also hier ist ganz vieles jetzt möglich, also das neue Ideen, Kraft und Stärke zu verleihen, und ihr habt ein super Händchen für Geld in dem in dieser Vollmondphase, die zwei Wochen. Bei den Fischen ist es ein spirituelles Thema und ein Arbeitsthema. Spirituell arbeiten, der Weg, Aufstieg, Licht und so weiter, ist vielleicht nochmal ganz wichtig hier, und auch hier, ihr habt Glück im Spiel oder Glück im Geld, liebe Fischleins, also auch hier nochmal eine ganz, ganz, ganz schöne, positive Bestärkung, möchte ich fast sagen. So, diese Phase ist also enorm spannend. Da gibt es natürlich auch wieder eine Zeremonie am Sonntagabend bei mir. Circa 21 Uhr wird die Zeremonie laufen. Bis dahin, bis zu 20 Uhr, könnt ihr euch noch registrieren. Am besten per WhatsApp. 39 € pro Person, ja.
und 69 für zwei Personen, wenn ihr Wunschpartner oder Partner mitgeben wollt, ja, ist das also auch gar kein Problem. Wir haben überhaupt noch mal sehr spannende Zeremonien im Februar, also schaut auch mal gerne auf die Seite und natürlich sind auch Beratungsangebote buchbar und natürlich auch die 10 Minuten mit dem Energiebooster sind buchbar und ich bin am Sonntag auf jeden Fall auch nochmal am Spätnachmittag oder Mittag, müssen wir gucken, live für euch nochmal mit euren Fragen hier bei YouTube. Bis dahin, euer Malkiel. Ciao und ja, bye bye.